Hallo und schönen guten Abend. Heute gibt es die Fortsetzung von dem Video von gestern. Und zwar reden wir heute wieder darum, wie man sich sein eigenen Bild in Diablo 4 erstellt. Gestern ging es um ein Leveling-Bild, also darum, wie man den Skilltree da auf jeden Fall durchskillt quasi, welche Effekte man im Codex of Power quasi auswählt zum Leveln und auf welche Werte wir achten sollen. So, ich nehme heute wieder als Tools d4builds.gg, verlinke ich wieder in der Videobeschreibung, hier diese Website und auch mein Google Excel Sheet, verlinke ich auch in der Videobeschreibung. So, aber heute reden wir nicht um ein Leveling-Bild, sondern um ein Endgame-Bild. Bedeutet, ich gehe hier grob den Endgame-Bild, den ich hier gebaut habe, durch. Das ist ein Blood-Surge-Necro. Kann man sich auf Deutsch grob vorstellen wie ein Blut-Nova-Necro. Du tust so eine Art Blut-Nova die ganze Zeit casten und du gehst auch auf Overpower-Damage, auf überwältigen Schaden, ähnlich wie der Bild von gestern. Ja, diesmal skill ich aber nicht den Skilltree durch, sondern ich erkläre euch grob, wie der Bild hier funktioniert. Zeigt das einmal kurz und verlinke euch den später in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch den auch genauer ansehen. Plus, ich rede kurz über die Legendary Affixe, die Edelsteine, das kam übrigens jetzt neu dazu in diesem Bildplaner, dass man hier Edelsteine auswählen kann. Und quasi auch über die Special-Fähigkeit hier unten vom Necro. Und danach skillen wir nämlich gemeinsam mal ein Paragon-Tree durch, ein Paragon-Board. Und schauen mal, worauf man da nämlich achten muss. Deswegen, ich will jetzt nicht über den gesamten Bild drüber gehen, deswegen erkläre ich dir nur grob. Und danach gehen wir ins Paragon-Board rein und schauen, worauf wir da achten. Okay. Als allererstes, was für ein Bild ist das? Wie ich gerade schon erklärt habe, ist so eine Art Blut-Nova-Bild. Die Skills, die wir benutzen, sind einmal der Blut-Auto-Hit. Und zwar, wir spielen hier wieder auf überwältigen Schaden. Das heißt, wir wollen uns selber fortifyen, stählen sozusagen. Und dieser Auto-Hit hat nämlich eine Chance, uns zu stählen. Und zwar, stählen? Am besten gehe ich einfach hier in den Skill-Tree rein. Und zwar, hintere Note, Hammerhead grants 1,6% Base Life as Fortify each time it hits an enemy. Also, es gibt dir Stählung einfach, wenn du damit Gegner hittest. Deswegen nehmen wir das hier als Auto-Hit. Plus hier, after picking up a Blood Orb, your next Hemorrhage also deals damage to enemies around you. Wir gehen nämlich hier auch ein bisschen auf Blood Orbs. Wir gehen auf überwältigen Schaden auf Blood Orbs. Das ist so eine Mechanik, die Necro erzeugen kann mit einigen Spells, so Blood Orbs, die dich eigentlich einfach nur heilen. Aber wir haben noch einige Effekte drin, dass die noch weiteres machen, als nur dich zu heilen. So, dann unser Haupt-Damage-Spell ist hier Blood Surge. Ist wirklich wie eine Art Blood Nova, kann man sich das vorstellen, einfach. Nur so auf dem Boden halt, mit so verschiedenen Venen und so. Du entziehst den Gegner immer so ein bisschen Leben auch, du healst dich damit ein bisschen und du machst Schaden. Draw Blood from Enemies, dealing 28% Damage and Expel a Blood Nova, dealing 70% Damage. Du entziehst den Gegnern Leben und du machst den Gegnern Schaden quasi. Blood Surge Nova Damage is increased by 10% per enemy drained up to 50%. Desto mehr Gegner du triffst, schön auf Area Damage, desto mehr Schaden machst du dann nochmal. So, und das hat hier nämlich eine sehr schöne Mechanik, und zwar, ich glaube, das ist die hintere Note hier. If an enemy is damaged by Blood Surge Nova while you are healthy, also wenn du gesund bist, über 80% Leben, gain one stack of overwhelming blood. Dann kriegst du so einen Stack. When you have 5 stacks of overwhelming blood, your next Blood Surge overpowers. Bedeutet eigentlich immer, wenn du einen Gegner triffst, damit einfach, wenn du gesund bist, kriegst du einen Stack. Bei 5 Stacks overpowert deine nächste Blood Nova. Bedeutet eigentlich, wenn du 5 Gegner triffst, während du gesund bist, über 80% Leben, bob, hast du 5 Stacks und der nächste Hit overpowert. Du overpowerst damit wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig oft. So, beim Overpowern ist halt jetzt wichtig, dass wir uns gut Stählung verschaffen, also dieses Layer über unserem Leben, weil ja, wer die Überwältigen-Formel kennt sozusagen, wir wollen Leben plus Stählung haben und einen hohen Overpower-Multiplier sozusagen, überwältigen Schaden-Multiplier auf unserem Gear, damit wir dadurch sehr viel mehr Schaden machen nochmal und wollen es immer bei vollem Leben und bei voller Stählung halten. So. Dann habe ich hier so einen schönen Part nämlich mit diesen Blood Orbs eingebaut. Und zwar benutzen wir einmal Blood Mist, das kennt vielleicht jeder, da ist man unsterblich an sich. Und währenddessen tun wir jede Sekunde so eine Corpse hinterlassen. Plus, der Cooldown von Blood Mist wird gut runtergesetzt. Casting a skill that overpowers reduces the cooldown of Blood Mist by 2 seconds. Also, wenn unser Blood Nova hier quasi überwältigt, wird der Cooldown von unserem Blood Mist hier runtergesetzt. Blood Mist macht dich eigentlich immun quasi, dann bist du unsterblich und auch unstoppable, CC-immun. Ist ganz praktisch und du erzeugst damit Corpses. Corpses erzeugen ist nämlich gleich ganz wichtig. Und zwar, dafür gehen wir einmal kurz nach hier unten. When a corpse is formed, your skills, forms from your skills or your minions fortify for 6% of your base life. Also kriegst Fortify, wenn du selber oder deine Diener Corpses erzeugen. Dadurch stählst du dich automatisch. Dadurch bekommst du direkt Stellung dazu. Das ist sehr wichtig. Plus, wir haben auch noch Diener, die Corpses erzeugen. Dafür wird es jetzt ein bisschen durcheinander quasi. Und zwar, ich benutze nämlich hier die Skelette, die Reapers. Mit der Rune Reapers have a 15% Chance to carve the flesh of enemies, forming corpse. Das sind die Diener, die eine Chance haben, Corpses zu erzeugen. Das noch in der Kombination mit einem legendären Affix, der nochmal die Anzahl unserer Skelett-Warrior erhöht um 2, dass nochmal 2 mehr haben. Normalerweise hast du 3 Stück nur. Dann hast du 5 Stück, die auch nochmal eine Chance haben, Corpses zu erzeugen. Wenn die Corpses erzeugen, wirst du gestählt. Dadurch bekommen wir unsere Stählung quasi komplett bei dem Bild.
So, das Ganze kombinieren wir dann nämlich noch schön mit einem legendären Affix. Wie ihr vielleicht gerade eben bemerkt habt, ich benutze hier keine Corpse Explosion, aber ich habe hier Corpse Explosion geskillt. Und manche Leute kennen vielleicht den Bild schon, diesen schönen Corpse Explosion Blood Mist Bild. Darauf spielen wir so teilweise, so halb. Und zwar, wir nehmen Corpse Explosion rein, einen Punkt, das soll keinen Schaden machen. Wir nehmen hier eine weitere Note, da wird der Radius erhöht. Und wir nehmen die Note, dass es ein Darkness Skill ist. Corpse Explosion becomes a Darkness Skill and instead of exploding, release a vial of Miasma, dealing 110% Damage. Dann ist da so ein Dot-Feld, so ein Shadow-Schaden-Feld auf dem Boden, was die ganze Zeit Schattenschaden macht. Das nehmen wir, um uns nämlich so ein paar Multiplier zu begünstigen. Und zwar einmal, dass wir Movement Speed bekommen. Damaging Enemies with Darkness Skills increases your Movement Skill Speed by 15%. Ist ganz nice. Und when you damage enemies with Darkness Skills, they take 6% increased Shadow Damage from you and your minions for 2 seconds, stacking up to 3 times. Wenn Gegner quasi Schattenschaden bekommen, bekommen sie 6% mehr Schaden, was dreimal hochstacken kann. Also 18% mehr Schaden. Dadurch erzeugst du quasi so Schattenfelder auf dem Boden und da drin allein die Gegner mehr Schaden. Du bekommst Movement Speed dazu. So, und wie wir die Corpse Explosion auslösen, wie ich gerade eben schon meinte, da gibt es nämlich diesen Effekt. Blood Mist triggers Corpse Explosion on surrounding corpses. When Blood Mist detonates a corpse, its cooldown is reduced. Der Cooldown von Blood Mist wird reduziert. Dadurch können wir öfter Blood Mist einsetzen, generell mehr Corpses erzeugen, weil es jede Sekunde eine Corpse erzeugt, uns dadurch fortifyen, ist ganz klar, unsere Stellung sozusagen aufrechthalten. Und wir erzeugen diese Schattenfelder, wo die Gegner nochmal mehr Schaden drin erleiden. Das ist ganz praktisch. So. Was wir nämlich dann noch machen, gehe ich am besten hier. Das nehmen wir, gehen wir mal hier lang. Consuming a Corpse generates 9 Essence. Also wenn Corps konsumt werden, dadurch dann durch den Effekt, also explodiert werden, bekommen wir Essence dazu, dass wir unsere Nova gut durchcasten können. Bedeutet, den Outwit müssen wir gar nicht so oft casten. Wir können durch diese ganze Corps-Erzeugung und Corps-Konsumen quasi auch relativ gut Essence erzeugen. Plötzlich haben wir nochmal, dass wir auch mehr Schaden machen, nachdem ein Corps konsumt wurde, 9% mehr Schaden für 6 Sekunden, nachdem die explodiert wurden von dem Blood Mist quasi. So, dann einmal mehr Damage für Close Enemies, das ist relativ simpel. Und dann gehen wir nämlich auf, ja, so ein bisschen auf Healing und Blutkugeln und so. Am besten gehen wir es einfach hier kurz durch. While below 50% of your life, receive 10% more healing. Bekommst mehr Healing, wenn du low life bist. Das ist ganz praktisch, um dich bei höherem Leben zu halten. While healthy, your Blood Skills deal 18% increased damage. Blood Skills, die Blut Nova, mehr Schaden, wenn du gesund bist. Du willst eh die ganze Zeit gesund sein, damit du overpowern kannst. Lucky Hit Chance nochmal, dich zu fortifyen. Ist ganz praktisch. Ja, Blood Skills deal increased overpower damage. Mehr überwältigen Schaden. Ganz praktisch. Darauf wollen wir ja hier gehen. Blood Orbs also heal your minions for 45% of the amount. Blood Orbs heilen jetzt auch deine Diener. So, wie erzeugen wir hier überhaupt Blood Orbs jetzt genau in dem Bild? Wir wollen nämlich übrigens unsere Skelette am Leben halten. Unsere Skelette und unser Golem sind die Diener, die wir benutzen. Die Skelette erzeugen unsere Corpses für unseren Blutmist, dass wir Corpses verbrauchen können, die Schattenfelder erzeugen können und so weiter und so fort. Plus wir benutzen den Golem, der 15% des einkommenden Schadens absorbiert, den Blutgolem. Das ist relativ wichtig, auch damit wir healthy bleiben, damit wir gesund bleiben, wollen wir, dass der Schaden absorbiert. So, und was wir nämlich noch mit Blood Orbs alles machen, ist folgendes. While at full life, Blood Orbs grant 10 bis 20 Essence. Wenn wir Blood Orbs haben, bekommen wir nochmal Essence dazu. Blood Orbs heilen unser Diener und heilen uns. Und wir haben nämlich hier eine Note, Aspect of Embalmer, consuming a corpse has a 20-30% chance to spawn a blood orb. Wir spawnen blood orbs, wenn wir Corpses konsumen. Also wenn wir in unserem Blutmist sind, diese Explosionen auslösen, dann kommen da blood orbs raus. Die blood orbs heilen dann uns, heilen unsere Diener, geben uns Essenz dazu. Und was sie noch machen, über den Punkt hier, each percent of your maximum life you heal beyond 100% grants you 0,5% bonus overpower damage on the next overpowering attack, up to 60%. Wenn du dich über dein volles Leben heilst, mit diesen ganzen Blood Orbs, die dich ja heilen nämlich. Ich glaube, grundsätzlich heilt eine Blood Orb 25% deines Lebens. Glaube ich, das ist so der Standardwert, meine ich. Und wenn die dich darüber hinweg heilen, weil du ziemlich viele Blood Orbs spawnst, weil du viele Corpse Explosions auslöst, über deinen Blood Mist, dann bekommst du nochmal mehr Overpower-Schaden, der sich so ein bisschen aufsteckt für deine nächste Blutnova, die dann nochmal mehr Schaden machen kann. Ja. Ich überlege gerade, wo ich jetzt das nächste weitermache. Zusätzlich hier, einen Aspekt haben wir noch, dass wenn wir unstoppable sind, also im Blood Mist, nochmal mehr Movement Speed bekommen. Whenever your Blood Skills overpower, you gain Attack Speed. Du bekommst nochmal Attack Speed, wenn deine Blutnova overpowert, wodurch du quasi schneller mehr Blutnoven hinterher casten kannst. Das hatten wir schon. Mehr Healing. You heal X life per second for each close enemy. Also wenn Gegner um dich herum sind, tust du dich um einen gewissen Wert heilen. Auf jeden Fall, dass du einfach gesund bleibst. Du wirst permanent gesund sein, permanent über 80% Leben für die ganze Overpower-Mechanik. So, und dann haben wir nämlich hier noch Blood
Nova Echoes Again, also diese Nova von dem Blood Surge, den du machst am Ende, kommt nochmal. Again after a short delay, dealing 70-60% less damage. Also sie macht weniger Schaden, dann kommt noch eine zweite Nova auf jeden Fall. Mehr Noven, wir hitten gerne mehr Gegner, sammeln mehr von diesen Stacks auf jeden Fall, wodurch wir schneller overpowern können. Denn wir müssen ja mindestens 5-mal hitten, dass wir quasi overpowern. Bitte auch bei einem Single-Target-Boss, wenn du eine Nova machst, hittest du quasi 2-mal sozusagen mit dieser Nova durch den Effekt. Du musst quasi im Endeffekt dann 3 Noven casten und dann overpowerst du quasi wieder. So, und was wir nämlich jetzt noch hier haben, ist was für Blood Wave. Blood Wave ist unsere Ulti. Blood Wave fires 2 additional wave, each dealing less damage than the previous. So, darauf gehen wir nämlich noch weiter unten. Und zwar hier in der nächsten Kreuzung haben wir die Blood Wave mit. Die hat einen relativ langen Cooldown, 50 Sekunden. Aber was wir hier hauptsächlich wollen, die erzeugt uns Blood Orbs. Blood Wave leaves behind 3 Blood Orbs as it travels. Plus wir haben 2 weitere Wellen. Bedeutet eigentlich, ich hoffe, das funktioniert so. Deswegen habe ich das auf der Nebenhand da drauf. Das kann man auch weglassen. Das sollte 2 zusätzliche Wellen machen. Und ich hoffe, diese 2 zusätzlichen Wellen erzeugen auch 3 weitere Blood Orbs jeweils. Dann nehmen wir nämlich diese Blood Wave einfach nur, die slowt übrigens auch Gegner, nur um Blood Orbs zu erzeugen. Blood Orbs, die uns dann wiederum Ressourcen geben, dass wir mehr Blood Noven raushauen können, die uns healen, unsere Diener healen auf jeden Fall, dass sie am Leben bleiben und quasi die uns unseren Overpower Damage so overcappen quasi, dadurch, dass wir uns mehr als voll heilen. Das ist relativ praktisch noch. So, und hier musste ich jetzt ganz kurz was umskillen. Hier waren noch falsche Notes drin auf jeden Fall. Hier waren hier neben noch was geskillt, dabei muss das hier unten geskillt sein. Und zwar, wir gönnen uns nämlich nochmal mehr Attack Speed für unser Diener. After you have been healthy for at least 4 seconds, du willst die ganze Zeit healthy bleiben, über 80% Leben, you and your Minions gain Attack Speed. Mehr Attack Speed, mehr Noven, deine Minions auch mehr Attack Speed, bedeutet mehr Corpses erzeugen auf jeden Fall durch deine Reapers. Weil die ja pro Hit eine Chance haben, Corpses zu erzeugen. Und nochmal, damit unsere Minions nicht zu schnell sterben, vor allem bei Bossen, your Minions cannot lose more than 75% of their maximum life from a single damage instance. Übrigens, generell, die Minions zu beschwören, kostet ja auch Corpses, bedeutet dadurch konsumen wir auch Corpses, haben auch Chance, Dinger zu erzeugen quasi, also nicht immer nur durch Blood Mist quasi, durch diese Explosionen tun wir Corpses konsumen, wir könnten das auch durch unsere Skelette, aber dadurch erzeugen wir quasi diese Schattenfelder, wo wir nochmal mehr Schaden dann drin machen, plus ist ein Spell, der uns unstoppable macht, also man könnte das auch über Raised Skeletons, können wir auch die ganze Zeit Corpses konsumen, aber das ist nicht so geil wie nochmal diese Schadensfelder erzeugen über Blood Mist. So, und dann kommen wir ganz unten wichtig zur zentralen Kernpassive. Und zwar hier, increase your maximum life by 10%. Mehr Leben bedeutet, wir dürfen auch mehr Stellung aufstecken. Bedeutet, unser Overpower-Schaden, unser Überwältigungsschaden wird allgemein höher. After being healthy for 15 seconds, sind wir die ganze Zeit, your next blood skill overpowers. Also nochmal was, wo wir, wenn wir 15 Sekunden healthy sind, nochmal mehr overpowern. Bedeutet, wir tun hier sehr, sehr viel overpowern, überwältigen mit Blood Surge. Unser Damage, wir gehen voll auf überwältigen Schaden. Bedeutet, bei unseren Gear und Skills, ich bin jetzt eigentlich, glaube ich, jeden Effekt schon durchgegangen auch, soweit ich weiß. Wir achten natürlich auf die Edelsteine. In Schmuck hauen wir meistens Skulls rein, entweder Skulls oder Diamanten. Diamanten geben All Resistance, Skulls geben Armor. Da weiß ich noch nicht zu 100%, was davon beiden das Beste ist. Wahrscheinlich je nachdem, welchen Mainstat man noch steckt. Zum Beispiel ein Barbar, der auf Stärke gibt, das gibt automatisch Rüstung. Würde jetzt keine Skulls reinmachen, sondern Diamanten. Ähnlich wie in Diablo 3. Und Necro, der mehr auf Intelligenz geht als ein Mainset für Schaden, würde wahrscheinlich eher Skulls reinmachen für mehr Armor. Auch wenn Armor zum Teil ja auch Resistance gibt. Sind Diablo 4 ein bisschen anders da, ein bisschen komplexer, darüber reden wir vielleicht demnächst nochmal. So, in die Rüstung machen wir auf jeden Fall Rubine rein für mehr Maximum Leben, weil Leben ja unsere Damage Source ist über unseren überwältigen Schaden. Und die Waffe machen wir auch in Rubin rein wegen direkt prozentual mehr überwältigen Schaden. So, über die Diener habe ich auch geredet. Ich habe nur noch nicht über das Sacrifice geredet. Und zwar, wir opfern quasi unsere Skelett-Magier, weil uns das mehr Overpower-Damage gibt. Die Overpower-Damage ist increased by 40%. You can no longer raise Skelett-Mages. Wir brauchen keine Mages und es gibt uns direkt 40% mehr Overpower-Damage. Wunderbar. Ja, ansonsten habe ich ja alles besprochen. Dann können wir kurz über die Stats reden, auf die wir gehen. Und danach reden wir am besten über das Paragon-Board. Bedeutet, wir schauen wieder mein Google Excel Sheet rein hier auf die Seite mit den Item Stats und diesmal habe ich sogar schon eine kleine Liste vorbereitet quasi, auf welche Werte wir denn auf welchem Slot vergehen müssen. Dann müssen wir das nicht mehr so ganz im Detail machen jetzt quasi wie beim Druid Leveling Guide. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch selber alle Werte ansehen, aber was ich hier grob festgehalten habe, auf dem Helm werden wir zum Beispiel Intelligenz und prozentuale Abklingzeitreduktion haben, wären gute Werte, auf der Brust Intelligenz, Prozent Schaden, Prozent physischer Schaden, auf dem physischen Bild geben. Oder prozentual maximales Leben, unser Leben zu steigern, dadurch auch unseren überwältigen Schaden. Auf die Handschuhe, Intelligenz, überwältigen Schaden und plus zu Kernfertigkeiten, da dann plus auf Blood Surge oder so, weil da eine Kernfertigkeit rollen kann quasi.
Auf der Hose Intelligenz und plus Dardol plus zu Leichen und makabre Fertigkeiten, also eine Leichen- oder makabre Fertigkeit, da dann am besten Blut ist auf Blood Mist quasi, weil da der Cooldown runtergeht, weil das weniger Cooldown hat, wir das öfter aufrecht halten können, wenn wir mehr Punkte drin haben. Auf den Schuhen Bewegungsgeschwindigkeit und Intelligenz. Intelligenz ist hier übrigens unser Mainset beim Necro, durch den wir Schaden bekommen. Auf dem Amulett können sehr viele gute Werte rollen. Eine Skill-Kategorie, da wollten wir dann Kernfertigkeiten haben, weil das unser Blood Surge, unser Damage-Spell bufft. Das ist dann Plus auf alle Kernfertigkeiten in dem Falle. Prozentual Schaden ist ein ja, Multiplier, der in einer additiven Kategorie mit verpackt ist, aber dieses Prozentschaden direkt gibt trotzdem auch gut Schaden auf jeden Fall. Maximales Leben wieder für mehr Bewältigungsschaden, Bewegungsgeschwindigkeit und Abklingzeitreduktion. Abklingzeit bringt uns hauptsächlich was für unsere Ulti, weil das ist der einzige Spell, der einen langen Cooldown hat. Diese 50 Sekunden von dieser Blutwelle quasi, die uns nochmal mehr Blood Orbs spawnt. Ich weiß nicht, wie gut die Blood Orbs spawnen mit dieser 20-30%ige Chance, wenn man Korps konsumt. Ich denke, man wird schon halbwegs viele Korpses konsumen und damit heilen wir uns ja quasi, heilen unsere Diener, geben unsere Essenz zurück, overcappen unser Leben, steigern unseren Bewältigungsschaden. Deswegen ist der Abklingzeit vielleicht, um öfter die Ulti rauszuhauen, die garantierte Blood Orbs spawnt quasi. Ganz nice. So, Ringe holen wir uns dann auch prozentual mehr Überwältigungsschaden, prozentual physisch Schaden, weil unsere Blutnova ja physischen Schaden ist, prozent mehr Schaden gegen nahe Gegner. Da weiß ich nicht so sehr, ob man nahe oder entfernte nehmen soll, weil diese Blutnova, dieses Blood Surge, hat schon eine große Range. Ich habe ja auch im Skilltree mehr Schaden gegen nahe geskillt, da gab es aber auch eine Note für mehr gegen Distanzgegner. Je nachdem, wie man vielleicht mit der Nova gerne spielen mag, ob man jetzt wirklich voll in die Gegner reinrennt oder so ein bisschen Abstand hält, die Nova macht auch am Rand Schaden gegen entfernte Gegner, also die ist relativ breit auf jeden Fall. Da muss man schauen, ob man jetzt nahe oder entfernte stacken will unbedingt. Ich habe jetzt einfach mal nah hier hingeschrieben. Dann dort auf den Ring Wert an maximalem Leben, also fix so plus 100, plus 50 maximales Leben. Das in Kombination mit den ganzen prozentualen Werten können wir gut unser Leben steigern. Dann benutzen wir quasi, ich hatte jetzt eine Hauptwaffe und einen Nebenhandeffekt ausgewählt. Bedeutet, wir wollen eine Offhand haben. So, und Offhand hat Necro folgende zur Auswahl. Entweder ein Schild oder ein Fokus wie Zauberer. Auf dem Fokus rollt ein fixer Schadenswert, wie auf einer zweiten Waffe. So 300 Schaden auf deinem Fokus. 300 Schaden auf deiner Waffe, das Ganze wird einfach addiert. Da kommt dann dein Gesamtschaden raus. Und Fokus zu rollen immer mit prozentualer Abklingzeitreduktion. Ich habe jetzt hier aber mal ein Schild ausgewählt. Schilder rollen immer mit Prozent Schadensreduktion beim Blocken, einer Blockchance und prozentual Waffenschaden mit der Haupthand. Bedeutet, das tut prozentual den Schaden von deiner Waffe erhöhen. Ja, was jetzt schadentechnisch da 100%ig besser, Schild oder Fokus, weiß ich nicht. Aber ich dachte, die defensiven Werte hier drauf sind ganz praktisch, diese Blockchance und Blocken, dass wir healthy bleiben können, dass wir gesund bleiben können, um unseren Überwältigungsschaden rauszuhauen. Ansonsten natürlich mehr Abklingzeit, bedeutet mehr Ulti, könnte man auch einen Fokus nehmen. Ansonsten die Werte, die man dann quasi da drauf haben will, sind relativ gleich. Quasi auf beiden nochmal Abklingzeitreduktion. Du könntest hier nochmal extra Abklingzeit stacken, quasi auf dem Fokus, das kannst du aber auch auf einem Schild. Ansonsten Damage-Werte haben die nicht so viel. Hier werden halt viele defensive Werte, wie maximales Leben für Diener, Wert am maximalen Leben für dich selber und so, könntest du auf dem Schild noch haben. Hier halt, keine Ahnung, vielleicht Heilung erhöhen oder so. Hier geht dafür Crit-Chance und sowas drauf. Das ist immer so eine Frage. Ich weiß noch nicht 100%, was man nehmen soll. Ich kann mir vorstellen, um länger gesund zu bleiben, dass ein Schild besser ist, aber da bin ich mir auch nicht 100%ig sicher. So, und bei einer Waffenwahl wäre die Waffenwahl dann auf die Sense gefallen. Hier müssen wir wieder schauen, welche Waffen kann der Totenbeschwörer nehmen. Wir müssen eine Einhandwaffe in dem Fall nehmen, weil wir eine Offhand tragen wollen. Also entweder haben wir eine Sense beim Totenbeschwörer, einen Zauberstab oder ein Schwert. Mehr Einhandwaffen kann der nicht tragen. Schwerter, hier unten, Schwerter geben erhöhten Crit-Schaden. Wir gehen jetzt nicht so auf Crit-Chance und Crit-Schaden, bringt uns also nicht so viel. Zauberstäbe geben uns Glückstreffer-Chance. Wir gehen eigentlich auf keinen wirklichen Glückstreffer-Effekt. Bedeutet, eine Sense gibt uns Leben nach Töten eines Gegners. Bedeutet, auch dadurch können wir unser Leben overcappen quasi, mehr Overpower-Damage stacken. Und wir bleiben gesund auf jeden Fall für unseren Overpower-Damage und auch bei vollem Leben. Deswegen ist eine Sense da eigentlich so auf diese Overpower-Mechanik spielen ganz praktisch. So, und auf der Waffe drauf, wir gehen übrigens auf keinen CC-Effekt. Wir gehen nicht auf Verlangsamen, nicht auf Betäuben, wir haben nichts davon. Wir haben diese eine Kategorie an separatem Multiplier in dem Fall jetzt nicht gestackt. Ich habe überlegt, ob man es irgendwie einbauen kann, aber momentan bin ich da nicht so drin in dem Bild. Bedeutet, man kann sich mehr fokussieren darauf, dann auf der Waffe Intelligenz für mehr Schadensrollen, überwältigen Schaden, Schaden für Kernfertigkeiten, das ist dann quasi Schaden für Blood Surge selber, für diese Nova, und Schaden gegen nahe Gegner. Das heißt, auf die Kategorien können wir uns fokussieren. Wäre natürlich gut, wenn man noch irgendwie diese extra Kategorie mit Schaden gegen Gegner unter Kontrollverlusteffekten aufstecken könnte. Das muss man aber dann irgendwie noch in den Bild einbauen. Und das habe ich momentan nicht. Und da kann man eher mehr Fokus auf die Werte legen, die wir haben. So.
Auf diese Werte werden wir gleich nochmal zurückkommen, und zwar nachdem wir uns jetzt den Paragon-Skilltree angesehen haben, und zwar die Paragon-Boards. Und erstmal grob besprochen haben, wie funktionieren denn überhaupt diese Paragon-Boards? Und dafür nehme ich erstmal kurz einen Schluck. Grundsätzlich funktionieren Paragon-Boards nämlich folgendermaßen. Du hast bei jeder Klasse individuelle Paragon-Boards, aber jede Klasse startet in ungefähr demselben Paragon-Board, und das sieht nämlich so aus. Das ist so das Starting-Board, das Starter-Board. Und dann kannst du nach oben hin quasi, wenn du dich einmal vom Startpunkt hier unten durchgekämpft hast, nach oben, kannst du mehrere Paragon-Boards andocken. Die sind klassenspezifisch für jede Klasse. Bedeutet, jede Klasse hat hier eine unterschiedliche Auswahl an verschiedenen Paragon-Boards und die unterstützen verschiedene Spielweisen. Quasi immer an diesen Türchen kann man weitere Paragon-Boards andocken. Wenn ich hier jetzt eins andocke, seht ihr, oh, hier kann man zur Seite moven, hier können wir dann weiteres andocken. Und dann, oh, hier kann man irgendwo lang moven, dann können wir hier ein weiteres andocken und die kann man individuell, wie man will, drehen. So, was jetzt das Besondere ist bei den Paragon-Boards. Die Paragon-Boards haben ganz viele so normale Notes drauf, die einfach verschiedene Mainsets geben, wie Geschicklichkeit, Intelligenz, Willenskraft, halt die Mainsets, auch noch Stärke. Die kann man auch von den Symbolen hier relativ gut eigentlich unterscheiden. Intelligenz hat immer diesen Kopf, Geschicklichkeit diese Hände, Stärke hat diese Faust und Willenskraft hat diesen Kopf, dieses Symbol über den Kopf quasi vom Willen her so. Ja, zusätzlich gibt es dann noch diese blauen Notes, immer die Magic Notes, die uns kleine Buffs auf gewisse Stats geben. Zum Beispiel hier mehr All Resistance einfach, hier auch Willpower. Es gibt also quasi auch die Stats wie Intelligenz, Stärke und sowas. Gibt es auch als blaue Stats, dann geben die immer plus 7 anstatt plus 5. Oder auch hier sowas, mehr Schaden für Bone Skills, hier mehr Rüstung und so. Ja, die kann man einfach auch mitskillen, die geben ein paar Bonis für vielleicht sinnvolle Stats. Und dann gibt es immer die gelben Notes, und zwar die Rare Notes. Die geben ein bisschen was Cooleres, ein bisschen was Besonderes. Hier zum Beispiel 10 Intelligenz, 4% All Resistance und die haben immer noch mal einen Bonus. Den seht ihr da unten drunter. Another 4% Resistance to All Elements if Requirements are met. 170 Willpower. Wenn du eine gewisse Anzahl von einem gewissen Stat hast, wird der Grundaffix verdoppelt. Diese 4% Resistance to All Elements, das ist der Grundaffix sozusagen, der wird verdoppelt. Daraus werden 8%. Oder hier zum Beispiel für Bone Skills 10% mehr Bone Skills, unten nochmal 10% mehr Bone Skills, wenn wir so und so viele Decks haben. Hierbei muss man bedenken, viele von diesen Bonis, die wir durch so Rare Notes bekommen, bekommen wir auch manchmal vielleicht vom Gear, manchmal von Skills, manchmal von anderen Rare Notes. Bedeutet so 10% mehr Bone Skill Damage, haben wir hier auch. Das ist eine additive Source. Bedeutet 5 plus 5 sind 10. Plus die Notes sind dann quasi 20. Bedeutet, von diesen 20 Bone Skill Damage, die ich habe, würde ich nochmal 10 dazu bekommen. Bedeutet auch dieser Bonus, man darf sich nicht zu sehr darauf versteifen. Dieser Bonus ist nicht so ultra wichtig. In manchen Fällen ist es eine additive Erhöhung dann hier von 20% mehr Bone Skill Damage, jetzt in diesem Beispiel, auf 30. Weil ich hier oben schon mal 5 habe, hier nochmal 5. 10 bekomme ich generell, hier habe ich auch nochmal 5. Bin ich eigentlich bei einer Steigerung von 25 auf 35. Ja. Deswegen. Aber man sollte natürlich versuchen, das vielleicht mitzunehmen. Wenn man auf dem Weg diese Anforderung erfüllt da unten für den Bonus, warum nicht natürlich? Ist nochmal zusätzlicher Schaden. Aber in den meisten Fällen additiv. So, und diese Anforderungen, die man da unten braucht, diese 270 Geschicklichkeit, Dexterity jetzt in dem Falle, wird von Paragon-Board zu Paragon-Board immer teurer. Und zwar, das kommt nicht dann darauf an, in welcher Reihenfolge du die Paragon-Boards andockst. Wir haben zum Beispiel hier, das ist das Bonecraft. Da haben wir hier das mit dieser 270 Geschicklichkeit, haben wir quasi als erstes angedockt nach unserem Starterboard. Ich dock das jetzt mal als zweites an. So, machen wir erstmal irgendwas an. Zack, und dann nehmen wir wieder das Boneboard. Bonecraft. Und dann gehen wir hier drauf. Und schon sehen wir, 360 Geschicklichkeit. Aus den 270 Geschicklichkeit für diesen Punkt wurden 360. Das steigt von Board zu Board zu Board. Die Anforderung quasi von allen Rare Notes, um den Zusatz zu bekommen, den Zusatzbonus. Bedeutet natürlich, wir wollen sozusagen unser wichtigstes Paragon Board, wo die besten und coolsten gelben Notes sind, wollen wir ganz vorne haben, dass wir da am ehesten die Anforderungen erfüllen, weil die Anforderungen am niedrigsten sind. Bedeutet, wir werden uns jetzt hier bei den Paragon-Boards eine Reihenfolge festlegen, welches ist das Wichtigste, dann das Zweitwichtigste, dann das Drittwichtigste und Viertwichtigste. Grundsätzlich von den Paragon-Punkten, die man hier zum Skillen zur Verfügung hat, reicht es ungefähr, um 4 Paragon-Boards gescheit voll zu skillen. Wir haben insgesamt 220 Punkte. Jetzt habe ich hier schon Punkte verschwendet quasi, weil ich hier Boards angedockt habe. Zack. Nehmen wir weg und das nehmen wir quasi auch weg. Weil insgesamt 220 Punkte,
Ich habe 20 Punkte bekommen man durch einzelne Regionsübersichten und 200 insgesamt vom Paragon-Level. Wir leveln ja von Level 50 auf Level 100 Paragon und jedes Paragon-Level bekommen wir anscheinend 4 Punkte. Also jedes vierte Level quasi einen Punkt. Das sind insgesamt 200 Punkte plus die 20 von der Regionsübersicht. Ja, und damit, so aus meinen Tests, ging es immer gut auf. Am besten, wenn man 3 Paragon-Boards andockt. 3 Stück kann man gut vollskillen und hat noch so ein bisschen Spielraum, um sich so ein paar extra Stat-Punkte nämlich zu holen, um einige Nodes nochmal voll und ganz den Bonus freizuschalten. Man kann aber auch 4 Paragon-Boards insgesamt skillen, weil ich weiß nicht genau im Endgame, wie viel wir von den Werten Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Willpower auf unserem Gear draufrollen können. Wir haben ja auf unserem Gear, wie ich das auch hier markiert habe nämlich, haben wir zum Beispiel auf der Brust können wir Intelligenz rollen, dementsprechend können wir da auch Willpower und Stärke rollen. Da, wo ich überall Intelligenz stehen habe, können wir quasi alle Mainsets rollen oder auch, es gibt diesen Wert, alle Werte, der automatisch jeden Wert erhöht. Den können wir da auch drauf rollen. Bedeutet, man könnte auch versuchen, 4 Paragon-Boards hier hinzubasteln. Dann wird man aber bei vielen von diesen Boards und vor allem auch beim vierten Board, wird man nicht die Zusatzbonis von den Rare Nodes erfüllen. Weil man dafür nicht genug Mainsets hat. Eventuell kann man aber auf dem Gear genug stacken, um das zu machen. Aber um so ein bisschen Spielraum zu haben, rate ich erstmal allen, nehmt 3 Boards. 3 Boards, sucht euch die 3 wichtigsten Boards für eure Skillung raus, die euch am meisten Schaden bringen. So, und das ist dann in dem Fall, in dem Bild, ich habe mir das hier so ein bisschen neben notiert. Hier gibt es quasi, ich hatte mir hier so ein Bild gebaut, ich zeige euch das am besten einfach mal ganz kurz. Hier, das ist so der alte Blood Search-Bild, den ich mir zusammengebaut habe, mit 4 Boards. Deswegen heißt der auch Blood Search hier quasi und der andere heißt Blood Search Necro 2. Und bei diesen 4 Boards nämlich, erfülle ich nämlich beim hinteren schon bei weitem nicht die Anforderungen. So, das hinterste Board, was ich angedockt habe, ist das hier. Da habe ich 284 von 540 Willpower. Natürlich kann ich Willpower auf dem Gear stacken, aber ja. Oder auch hier neben, 270 von 450 Decks. Hier, 485 von 610 Int. Also, ich bin hier nicht ansatzweise quasi an den Sachen drauf. Manche Sachen habe ich erfüllt, manche nicht. Je nachdem, welchen Weg ich so gegangen bin. Hier habe ich mir 4 Boards quasi rausgesucht. Hiervon suche ich mir jetzt quasi nur die 3 wichtigsten raus. Und zwar für diesen Blood Search Necro. Und zwar dafür schauen wir nämlich immer auf die Legendary Note auf dem jeweiligen Paragon Board. Wenn ich hier quasi die einzelnen Paragon Boards auswähle, sehe ich hier auch nur in dieser Liste die Legendary Note. Die Legendary Note ist wie ein Legendary Affix als eigenständiger Multiplier. Also irgendwas, was nochmal in irgendeiner Form uns eine schöne Mechanik bringt oder unseren Schaden multipliziert. Leute, wir schauen hier natürlich auf die Sachen, die jetzt für unseren Bild am sinnvollsten sind. Was habe ich denn hier in dem alten Bild ausgewählt? Ich habe hier einmal das Board ausgewählt, was mir Attacks that are guaranteed to overpower deal 50% increased overpower damage. Wir gehen auf Overpower, bob, 50% mehr Overpower Schaden bei Angriffen, die auf jeden Fall overpowern, was ja unser Blood Surge mit dieser Sack-Mechanik quasi auf jeden Fall tut. Oder hier, consuming 5 corpses grants 40% increased damage for 6 seconds. Unser Blood Mist durch die Explosion consumed corpses 40% mehr Schaden. Was haben wir hier hinten? With at least 2 corpses nearby, you gain 50% damage reduction. With no corpse nearby, you deal 15% increased damage. Ja, damage reduction, wenn corpses in der Nähe sind. Ansonsten ein bisschen mehr Schaden. Wenn keine corpses in der Nähe sind, ist dann eigentlich immer corpses in der Nähe. Dadurch ein bisschen damage reduction. Das ist wahrscheinlich das, was wir am ehesten weglassen können, das Board. Was haben wir hier unten? Blood Orbs grant 5% increased damage, up to 15% damage for 5 seconds. Ja, Blood Orbs erzeugen wir eigentlich relativ viel die ganze Zeit. Sammeln die schön ein. Bekommen wir eigentlich auch mehrmals Schaden. Das heißt, da hinten das Board würde ich übrigens wahrscheinlich weglassen. Und ich würde mir jetzt hier die 3 Boards anschauen und würde schauen, welches davon das sinnvollste auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt auch hier quasi in dieser Liste machen können. Bup, 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 bup. Hätte hier raussuchen können, was ist das sinnvollste. Und da ich das hier schon mal gemacht habe quasi, gucken wir hier so ein bisschen ab. So, das hier unten gibt uns additiv einfach mehr Overpower Damage. Increased Overpower Damage bedeutet, das ist wahrscheinlich einfach nur 50% additiv zu unserem Overpower Damage drauf. Das ist nicht so viel. Corpses konsumieren 40% zusätzlicher Schaden einfach, nachdem man 5 Corpses konsumiert habt. Ist ein schöner Multiplier auf jeden Fall. Oder mit den Blood Orbs. Ich denke, ich würde wahrscheinlich als allererstes die 40% mehr Schaden nach Konsum von Corpses nehmen. Danach würde ich mir den Overpower Damage nehmen und danach würde ich mir wahrscheinlich die Blood Orb Damage nehmen. Bedeutet, hier in meinem Testbild werde ich das jetzt so andocken. Bedeutet, als allererstes hatten wir das mit den Corpses. Ich glaube, das heißt auch irgendwas mit Corps. Wo ist es? Consuming 5 Corpses gibt Increased Damage. Dann jetzt gerade erstmal irgendwo andockend, würde ich danach quasi das nächste hier machen. Wo ist es? Mit unserem Overpower Damage. Und danach würde ich quasi die Blood Orbs andocken. Erstmal so in der Reihenfolge, dass ich mir merken kann, das ist das wichtige Board, dann kommt das, dann kommt das. Aber wo ich die jetzt quasi hinbaue, quasi an dieses erste Board dann, das sehen wir nämlich jetzt.
So, nämlich das Allerwichtigste auf diesem Board ist natürlich immer die Legendary Node, weil das der größte Multiplayer ist. Den wollen wir mitnehmen. Auf dem Weg dahin die sinnvollsten blauen Nodes und natürlich auch gelben Nodes, die Rare Nodes. Und wir wollen immer zum Glyphensockel hin. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Auch hier unten im Starterboard ist bereits ein Glyphensockel. Wenn wir da draufklicken, können wir verschiedene Glyphen auswählen. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel einfach mal die Amplify Glyphe als Beispiel aus. Zack, da haben wir die. Und wir sehen direkt, die Glyphe bedeckt hier so einen gewissen Radius. So, und was gibt uns die Glyphe? Die funktioniert ähnlich wie die gelben Nodes auf dem Board. Und zwar, die hat immer einen Bonus. Grants plus 50% Bonus to all Magic Nodes within Range. Magic Nodes sind die blauen Nodes quasi. Die würden 50% stärker werden. Bedeutet, aus der 50 Armor wird 75 Armor um 25% erhöht. Und die hat einen Additional Bonus, der auch wieder ein Requirement hat. Requirements within Radius 40 Intelligenz. Wenn innerhalb dieses Radius hier 40 Intelligenzpunkte sozusagen hier die hier vergeben sind, dann bekomme ich den Bonus. Dann bekomme ich Enemies Affected by Curse Skills take 10% Increased Damage from you and your Minions. Wäre jetzt bei mir im Bild sinnlos, weil ich keine Curses benutze, aber dieser Zusatzeffekt kommt, wenn innerhalb dieses Radius das Requirement erfüllt ist. So, und Glyphen sind Items, die wir finden in Diablo 4. Die finden wir hauptsächlich in Nightmare Dungeons und können die, ähnlich wie legendäre Edelsteine in Diablo 3, am Ende von einem Nightmare Dungeon auch aufleveln. Und dann werden die Effekte nämlich stärker. Das kann man jetzt aber hier in dem Planer schlechter sehen. Deswegen habe ich mal hier den Logic Gibt mir geholt. Habe ich auch mal die Amplify-Glyphe ausgewählt. Und hier sehen wir es nämlich, Enemies Affected by Curses take increased damage, bop, bop, bop. Und hier unten den Bonus, wir sehen so einen Regler, den können wir von Rang 1 bis Rang 20 schieben. Anscheinend können wir die bis Rang 20 aufwerten und der Additional Bonus, dieser Zusatz, nicht der Additional Bonus, der obere Bonus quasi, der normale Bonus, der Bonus steigt pro Level. Und zwar nämlich hier der Bonus to all Magic Nodes within Range. 50, dann 60, 70, 80, 90, bop, 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 immer um 10%, bis anscheinend hier 240% auf Rang 20. Also durch das Aufleveln davon wird auch normalerweise der Radius größer. Man hat das mal in einem Developer-Talk gesehen, dass auch der Radius ab gewissen Punkten increased wird. Ich weiß nicht, ob das hier der maximale Radius ist oder der minimale Radius. Ich kann mir schon vorstellen, dass das schon relativ High-Level-Radius ist hier auf jeden Fall. Der wird pro Rank höher und auch die Effekte werden pro Rank höher. Hier in dem Planer können wir aber, glaube ich, nur diese Grundeffekte auswählen. Deswegen dieses 50% war ja wie in einem anderen Bildplaner quasi hier das Level-1-Ding. Aber ich glaube, der Radius ist hier gefühlt schon halt wirklich High-Level-Radius, Max-Level-Radius, weil ich weiß ja nicht, wie groß das hier sein sollte, ob das über das halbe Board geht. So bedeckt das ja schon hier gut ein Viertel von so einem gesamten Board, auf jeden Fall dieser Radius. Da denke ich, wird das auf jeden Fall der Max-Radius sein und das wird am Anfang wahrscheinlich kleiner starten. Ja, natürlich wählen wir hier dann auch die passenden Glyphen aus, die zu unserem Bild passen. Bedeutet, ähnlich wie bei den Paragon-Boards gibt es immer Glyphen, die für gewisse Playstyles auf jeden Fall besser sind oder die schlechter sind. Und diese Glyphen skalieren meistens halt mit den Nodes, die da im Radius sind. Hier zum Beispiel mehr Bonus zu allen Magic Nodes in dem Radius. Oder wenn ich jetzt den anderen Glyph auswähle, zum Beispiel: For every 5 Willpower purchased within range, you deal 1,8% increased damage while healthy. Also oft bekommst du einen Bonus, der skaliert mit der Anzahl an Nodes in dem Radius. Also jetzt für alle 5 Willpower, also für jeden Willpower-Punkt, den ich jetzt hier skillen würde, hier wird zwischen Willpower-Punkt, würde ich 1,8% mehr Schaden machen. Also dann 1,8, 3,6 und so weiter und so fort. Desto mehr ich auf jeden Fall davon skille. Ja. Dann nehmen wir uns natürlich die passenden Nodes quasi für unseren Build. Da kann ich auch quasi hier in meinem anderen Planer wieder reinschauen. Da muss ich jetzt natürlich nicht alle einzelnen Glyphen durchschauen. Welche habe ich hier genommen? Zum Beispiel hier, Blood Orbs fortify you for 6,7% of your maximum life. Fortify bekommen von den Blood Orbs, ist wunderbar. Und nochmal mehr Bonus zu allen Magic Nodes within Range. Dann Core Skills bekommen mehr Critical Strike Damage. Core Skill ist ja mein, mit dem wir Schaden machen. Critical Strike Steel increased Damage to enemies that are not healthy, also unter 80% Leben. You deal 2% increased Damage up to 12% for each 5e close corpse. Okay. Anscheinend habe ich echt nicht so geile Sachen gefunden. You gain Damage Reduction the more Fortify you have. Increased Damage while Fortified, das ergibt natürlich Sinn. When you overpower an enemy, all Damage they take from you and your minions is increased. Also die Overpower-Note hier finde ich ziemlich sinnvoll. Dann hier die finde ich auch ziemlich geil natürlich. Hier das andere mit dem Closed Corpses könnte man weglassen. Critical Strike Damage ist natürlich ganz nice auf jeden Fall. Und hier unten das ist natürlich auch ganz praktisch mit dem Fortifying. Am ehesten würde ich wahrscheinlich das hier mit den Closed Corpses weglassen jetzt quasi. Und mir die anderen vier Glyphen schnappen und jetzt auf unser Testboard draufhauen. Ja. Bedeutet, in welcher Reihenfolge wir die Glyphen dann da draufhauen und wo wir die Glyphen hinhauen, müssen wir natürlich auch bisschen sortieren, weil verschiedene Glyphen natürlich verschiedene Anforderungen haben. Bedeutet, die Glyphe hier will 40 Intelligenz im Radius haben.
Die Glyphia will 25 Geschicklichkeit im Radius haben. Die will auch 25 Geschicklichkeit im Radius haben. Die 25 Willpower. Die auch 25 Willpower. Bedeutet, ich sollte dich natürlich da hinsetzen, wo möglichst viele von diesen Punkten vertreten sind. Wie ich das jetzt aber mache, erstmal, ich nehme hier die drei sinnvollsten Glyphen und knall die erstmal irgendwo hin. Erstmal irgendwo hin, dass ich mir merken kann, welche Glyphen will ich haben. Beziehungsweise nicht drei, sondern vier. Und zwar, welche hatten wir nämlich hier? Wir hatten... Das gehe ich jetzt einmal alles hier kurz durch. Increased Damage while Fortified. Die hatten wir auf jeden Fall. Dann hatten wir... Ich hätte mir auch die Namen von den Dingern natürlich merken können einfach. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Blood Orbs geben Fortify. Die hauen wir einfach dahin. Dann die nächste. Mehr Overpower Damage. Die haben wir dahin. Und die letzte. Was war's? Mehr Schaden quasi für Core Skills. So. Das sind die vier Glyphen auf jeden Fall, die wir auswählen wollten und die habe ich jetzt erstmal irgendwo hingeknallt. Genau wie ich natürlich die Paragon-Bots erstmal irgendwie ausgewählt habe, aber grob in meiner Reihenfolge. So, wie mache ich das jetzt nämlich hier beim Durchskillen und mit dem Rotieren und sowas? Da muss man natürlich ein bisschen taktisch vorgehen. Hier unten können wir erstmal nichts machen, im Startboard, da gehen wir einfach einmal durch. So, und wie ich das grob aus Diablo Games gewohnt bin, in Diablo Games ist ein was sehr wichtig und zwar Damage. Damage ist so das Wichtigste, Damage FTW, desto schneller du Gegner tötest, desto weniger Schaden können sie dir machen. Deswegen potenziell gehe ich auf Paragon Boards immer den Pfad des Damages. Lass aber potenziell so viele Punkte übrig, dass ich alternativ noch ein paar Damage Reduction Sachen auch skillen kann. Also ein bisschen Schadensreduzierung, dafür lasse ich Punkte übrig, aber hauptsächlich gehe ich den Weg des Schadens. Bedeutet von Anfang an, skill ich zum Beispiel jetzt hier immer nach rechts, weil hier rechts ist quasi immer Schaden, hier links ist immer Damage Reduction. Das Anfangsboard ist bei jeder Klasse gleich aufgebaut. Hier ist noch ein bisschen Leben, hier ein bisschen Schaden. Gehe quasi einmal an der Glyphe vorbei, dass ich da auch Access zu habe. Dann gehe ich einmal nach hier oben, quasi hier den Weg des Schadens. Das ist einmal so überkreuzt. Einmal rechts ist der Schaden, dann links ist der Schaden. Hier ist quasi ein bisschen Mainset und Rüstung. Hier ist ein bisschen Leben und Resistance. Dann mache ich einmal hier so einen Schwenker nochmal, nehme den Schaden mit. Den Schaden und geh weiter zum nächsten Board nach hier oben. So, das erste Board, was wir nehmen wollten, war ja quasi das mit der Legendary Note, wo ich mehr Schaden krieg, nachdem ich Corpses consumed habe. So, das heißt, ich will auf jeden Fall zu der Legendary Note hin und ich will zu dem Glyphensockel hin. Das sind so die wichtigsten Sachen auf jeden Fall, zu denen ich hinskillen will. Und auf dem Weg will ich so viele Schadensnotes wie möglich mitnehmen. Bedeutet, ich will, hier gibt es eine Lucky Hit Chance zum Beispiel. Ich gucke mir da hauptsächlich die gelben Notes an einfach. Hier gibt es Resistance, das ist Zähigkeit. Hier gibt es Healing, das ist auch Zähigkeit. Mehr Schaden gegen Injured Enemies und mehr Critical Strike Damage. Injured Enemies, also Gegner unter 35% Leben. Und hier gibt es Poison Resistance. Was gibt es hier noch? Oh, Damage gegen Elite, das ist auch sehr gut. So, das sind so zwei Damage Notes zum Beispiel, die ich haben will. Das heißt, ich will irgendwie einen Weg an denen hier vorbei zur Glyphe und zum Legendary Note. Bedeutet, das macht zum Beispiel Sinn, von da unten anzufangen einfach. Bedeutet, ich drehe jetzt das Board einmal so, dass ich da unten anfange. Das dreht sich übrigens hier nur in eine Richtung. Zack. Wir starten hier unten und gehen einfach direkt zum Schaden. Zack, gehen einmal nach hier neben. Können nämlich schauen, dass wir auf dem Weg, wenn wir so durchgehen, die meisten In-Punkte mitnehmen, weil Intelligenz unser Schaden ist. Natürlich, wenn wir später für einige Glyphen für einige Nodes gewisse Werte brauchen, kann man auch den Weg hier so ein bisschen ändern. Zum Beispiel anstatt hier so, kann ich auch hier so lang gehen quasi. So nehme ich hier eine Willpower-Note mit. Wenn ich das so mache, hier nehme ich eine Geschicklichkeits-Note mit. So, dann gehe ich hier den Schaden entlang. Full Gear, Crit Damage, immer gut natürlich. Gehe einmal weiter nach hier oben, hier ganz viele Intelligenzpunkte und gehe hier natürlich zur Legendary Note, weil das ist so das erste, was ich skillen will. Dann gehe ich hier neben weiter hoch, zack, über den Schaden, mehr Elite-Gegner-Schaden, wunderbar. Zack, nimm das alles mit, Geschicklichkeit brauche ich nicht unbedingt. Das nehme ich auch mit und zack, bin ich hier an der Glyphe quasi dann. Ich könnte jetzt hier neben mir noch die Damage Reduction skillen, will ich aber erstmal nicht. So, hier oben war auch noch Schaden, oder? War hier noch Schaden? Ne, hier ist noch was mit Lucky Hit Chance und hier gibt es ein bisschen Attack Speed, das ist mir jetzt aber nicht so wichtig. So, ich habe erstmal die wichtigsten Sachen auf dem Board geskillt. Ich habe mir die Glyphe geholt und ich habe die Legendary Note geholt und die zwei Schadens-Rare Notes sozusagen. Jetzt schaue ich mir, wie komme ich am schnellsten zu irgendeinem Ausgang natürlich, dass ich da das nächste Board andocken kann. Das schnellste wäre natürlich einfach hier neben geradeaus zu gehen. Hier, 5 Notes nach neben. Nach hier oben brauche ich viel zu lange zum oberen Board quasi. Nach hier neben brauche ich auch viel zu lange. Bedeutet, wir gehen einfach straight hier neben raus. So. Dann haben wir quasi auch das nächste Board hier, was wir andocken wollen. Und zwar, das ist nämlich das hier. Und zwar Bloodbath mit der Glyphe Dominate, dass ich mir das merken kann. Die Glyphen werden wir eh später nochmal umverteilen. Ich mach die Glyphe mal hier raus. Zack. So. Und dann haben wir nämlich hier das Bloodbath Board. Zack. Bloodbath.
Ich mache erstmal die Glyphe rein. Man kann sich die Glyphen auch aufschreiben natürlich. Nur damit ich mir das halt so merken kann erstmal. So. Und hier auf dem Board machen wir natürlich jetzt wieder dasselbe. Wir schauen uns an, wo ist die Legendary Note. Da ist die Legendary Note. Da ist der Glyphensockel. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Wo sind so wichtigsten Damage Notes auf den Weg, die ich mitnehmen könnte? Sagen wir hier, Fortify Generation ist ganz geil und Prozent mehr Schaden direkt. Damage while healthy sind wir auch die ganze Zeit. Und Overpower Damage, richtig geil. Damage Reduction, taking over time, okay. Damage while fortified, das wollen wir mitnehmen. Das da unten wollen wir mitnehmen. Was haben wir hier direkt daneben? Damage while fortified, geil. Und hier ist ein bisschen Healing. Das heißt, wir wollen eigentlich so ein bisschen das hier mitnehmen. So ein bisschen hier die Hälfte. Hier neben das brauchen wir nicht unbedingt. Das heißt, hier sollten wir nicht anfangen. Und hier sind unsere wichtigsten Notes. Das heißt, vielleicht macht es Sinn, hier anzufangen, direkt zur Glyphe zu gehen und die Damage Note hier zu skillen. Hier dann vorbeizugehen zu der Legendary Note und dann hier hinzugehen und dann wahrscheinlich nach hier unten hin rauszugehen. Leute, ich will am besten in der Ecke da anfangen. Das heißt, ich stehe das Ganze hier einmal. Bup, bup. Und starte in der Ecke hier. Dann gehen wir einmal hier lang. Zack, zack, zack. Am besten einfach so erstmal den schnellsten Weg. Zack. Einmal nach hier neben. Da sind wir bei der Glyphe. Von der Glyphe aus holen wir uns dann hier neben den Schaden und noch mehr Schaden bei Fortified. Noch mehr Schaden bei Fortified. Die Geschicklichkeit brauchen wir erstmal nicht. Von da aus gehen wir natürlich dann weiter Richtung Legendary Note. Wir wollten hier neben uns den Schaden quasi gönnen. Bedeutet, wir können jetzt einmal hier so lang gehen. Das passt eigentlich relativ gut. Weil dann sind wir nämlich hier oben schon in der Nähe von dem nächsten Ausgang für das nächste Board. Zack, zack, zack. Damage, Leben, Leben, Damage. Und von hier aus gehen wir weiter Richtung der Glyphe, Legendary Glyphe. Zack, die haben wir auch. Und hier unten war auch noch Schaden, den wir skillen wollen. Wir können jetzt einmal von hier zu dem Schaden gehen. Hier nehmen wir auch noch Schaden. Ja, das heißt, wir werden das eh machen. Wir werden von hier einmal Schaden gehen. Und hier nochmal mehr Schaden. Damage for healthy, Overpower Damage, Damage for healthy. Fortify Generation, Damage, Damage. So, haben wir alles an Damage geskillt eigentlich. Die Legendary Notes, wir haben die Glyphe. Und hier oben sehen wir sind hier nur zwei Notes quasi vom Ausgang entfernt. Ich glaube, das war das Schlauste. Hier ist eine Klippe übrigens, hier hätte ich nicht lang gekonnt. Hätte ich hier auch hier unten lang gekonnt, anstatt hier oben lang. Könnte man jetzt auch überlegen, ob das vielleicht sogar schneller wäre. Da muss man da immer so ein bisschen gucken. Ich skill immer ein bisschen und schau da mal und zähle da mal nach. Wenn ich mir hier quasi die Notes gönne, hier kann ich mir von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Notes hier so andocken hier neben. Und hier oben habe ich quasi für diesen Bogen, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Notes verschwendet. Dann hätte ich auch hier unten drüber quasi so das alles. Könnte quasi auch noch hier die Notes sparen. Aber dann bin ich hier unten an dem Ausgang. Lohnt sich vielleicht auch insgesamt. Ich kann ja mal hier schauen gerade, ich habe 102 Notes gerade übrig. Ändere das jetzt mal um. Also man muss ja immer so ein bisschen Rum-Theory craften einfach. Zack, 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 zack. 102 Notes hatte ich gerade eben übrig. Schauen wir mal, ob ich so Notes spare. Wenn ich das jetzt hier ein bisschen umverteile. Zack, 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 zack. Das hier brauchen wir erstmal alles nicht. Gut, doch, das hier oben brauche ich auf jeden Fall weiterhin. Aber so habe ich 104 Notes. So habe ich mir quasi aber den Weg gespart einfach und bin dann hier so gegangen. Und habe 104 Notes. Aber was ein bisschen blöd ist, ich muss eh später für ein paar Anforderungen hier Sachen drin skillen. Wahrscheinlich ist der Weg hier durch eh sinnvoller. Aber lassen wir es erstmal so. Das ist erstmal so und hier oben ist auf jeden Fall der schnellste Ausgang weiterhin, gehe ich hier oben raus. Ja, alles Wichtige geskillt und ich bin bei einem Ausgang angelangt. Übrigens, wenn ich jetzt zwei weitere Boards noch connecten würde, also nicht nur das eine Board hier nehmen, sondern ich würde vier Boards verteilen, dann könnte ich natürlich mir hier unten den Ausgang gönnen und hier oben den Ausgang gönnen. Auf jeden Fall, dass ich von einem Board zu zwei weiteren Boards gehe und ich jetzt ein Board wieder komplett durchgehen muss, dann zum nächsten. Man kann natürlich auch ein Board sozusagen als Kreuzung nehmen zu mehreren Boards. Hier hat es sich nicht angeboten, weil ich hier auch nichts brauche, in der Ecke hier nichts brauche. Dann hätte ich einen riesigen Weg nach hier gehen müssen oder einen riesigen nach hier. Hier bin ich relativ nah hier dran, aber hier noch näher dran. So, was ist das nächste Board, was wir skillen wollen? Blood Regrets Blood. Und die Note darauf, die Glyph habe ich gar nicht mehr geskillt. Das ist das, was wir haben wollten. Und ich guck mal übrigens, welche Glyphe mir jetzt übrigens so fehlt. Mir hat die Note mit dem Crit-Schaden gefehlt, auf jeden Fall hier Essence. Und ich würde sagen, wir gehen wieder denselben Plan vor. Wir schauen wieder, wo ist die Legendary Note, wir schauen, wo ist der Glyphensockel und wir schauen uns die wichtigen gelben Notes auf dem Weg dahin an. Wir sehen, hier haben wir Blood Orb Healing, ist nicht so geil. X Damage for X Seconds after picking up a Blood Orb. Ziemlich geil, natürlich so ein Buff. Blood Orb Healing haben wir neben, Potion Healing. X hier auch wieder Damage nach Aufheben von der Blood Orb. Wir sehen übrigens, das ist dasselbe wie das hier. Bedeutet, das ist additiv zueinander. Das wird dieselbe Damage Source reinzählen. Bedeutet auch, die Bonis, die die geben, wird dieselbe Damage Source reinzählen. Bedeutet, die Bonis hier zu erfüllen, ist nicht so ultra wichtig.
wie bei irgendwelchen Sachen, wo wir nur einmal den Bonus stacken auf jeden Fall. Desto öfter wir was stacken, additiv, desto weniger bringt es nach hinten hin auf jeden Fall. Weil das alles dieselbe Damage-Quelle ist, weil das derselbe Wortlaut an Schaden ist. 10% Damage für x Seconds after picking up a Blood Orb. Sehr exakt dasselbe wie hier. Also wird das in eine additive Quelle reinzählen. So, und was haben wir oben noch? Overpower Damage. Auch geil. Bedeutet, wir wollen so die Sachen hier oben und dann hier so das in der Nähe von der Glyphe. Bedeutet, wir drehen das am besten einfach. Gut. Oder ich mache es aus Versehen weg. Blood Begets Blood. Und hier kurz wieder Essence reinmachen. Ich habe mich verklickt. Das war der falsche Knopf nämlich. Ich wollte nicht auf das X drücken. Ich wollte auf das Drehen klicken. So, wir kommen von hier und gehen wieder Weg des Damages. Und zwar wollen einmal, wollen hier neben die Sachen haben mit den beiden Buffs und wollten nach da oben. Bedeutet, wir gehen einmal hier so. Zack, zack, zack. Dann einmal hier, Bob. Wir gönnen uns diese ganzen schönen Buffs. Mehr Schaden nach Aufheben von einem Blood Orb. Wir gehen nach hier neben. Gönnen uns hier neben nämlich den einfach Prozent Damage. Overpower Damage. Wir wollen ja auf Overpower gehen. Bob, gönnen wir uns auch alles. Und wir gehen dann hier neben quasi weiter erstmal zur Legendary Note. Die ist hier oben. Die Legendary Note ist übrigens immer gegenüber von der Glyphe. Hat mir auch jemand im Stream gesagt. Ist manchen Leuten aufgefallen. So vom Design her extra so, dass man so ein bisschen in alle Richtungen gehen muss, sich ein bisschen weit verteilen muss, dass nicht alles so in eine Ecke geknallt ist. In der einen Ecke die Glyphe plus die Legendary Note, also Glyphensockel plus die Legendary Note, dass man nur einen Punkt quasi skillen muss, sondern dass man sich so ein bisschen verteilen muss auf jeden Fall. So ein bisschen weiträumiger auf jedem Board. So, hier neben gehe ich wieder dann nach hier bis zum Glyphensockel auf jeden Fall, dass ich den geskillt habe. Hier ist Blood Orb Healing, können wir jetzt auch direkt natürlich mitnehmen, weil ich direkt dabei bin, aber dazu kommen wir gleich. Wir gehen nach hier oben, Overpower Damage, Dex. Nochmal den Schadensbuff, Overpower Damage, Overpower Damage und den Dex brauche ich dann hier gar nicht mehr skillen. Ja, und damit sind wir nämlich dann erstmal so grob durch. Wir haben jetzt quasi alle Glyphensockel, wir haben alle Legendary Notes und wir haben die wichtigsten gelben Notes, die wir skillen wollten. Und die Glyphen haben wir jetzt erstmal irgendwo reingehauen. Jetzt wird der nächste Punkt kommen und zwar die Glyphen sinnvoll verteilen, dass wir schauen, welche Anforderungen hat die Glyphe, welche Notes sind da in der Nähe. Ich habe mir die jetzt hier gerade nur reingehauen, um überhaupt zu sehen, welche Glyphen ich überhaupt benutzen will. Jetzt schauen wir natürlich nach, wenig wie bei den Paragon Boards, welches die sinnvollste Glyphe, die wichtigste, die wir an dem besten Punkt natürlich hauen. Und dann zack, 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 nach der Reihe natürlich sortieren wir die passend. So, hier unten haben wir eine, die gibt uns 1,5% mehr Schaden, während wir fortified sind für alle 5 Windpower. Mhm. Was haben wir hier? Mehr Bonus für alle Magic Notes für den Ranged. Bedeutet, die müssen wir irgendwo anordnen, wo wir gute Magic Notes haben, die sehr sinnvoll sind, die wir prozentual buffen wollen. So, was haben wir hier? 6% mehr Overpower Damage für alle 5 Willpower in Range. Sehr, sehr, sehr stark natürlich. Was haben wir hier? Oben mehr Crit-Schaden für alle 4 Dexterity in Range. Wir gehen eh nicht so sehr auf Crit-Crit. Ich weiß gar nicht, warum ich die Note jetzt unbedingt hier drin habe. Wahrscheinlich, weil sonst keine mehr wirklich gepasst hatte. Das heißt, das ist so das Unwichtigste. Ich würde sagen, das Wichtigste ist der Overpower Damage für alle 5 Willpower. Wir schauen einfach mal grob, wo gibt es denn überhaupt wie viel Willpower. Hier unten sehen wir überhaupt hier überhaupt viel Willpower. 1, 2, 3, 4... Ja, keine Ahnung, 5 Willpower-Notes sehe ich hier, das ist echt nicht viel. So, wie viele Willpower-Notes sehe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, schon relativ viel. Ist sowas? Wie viele brauchte die überhaupt? Die braucht als Anforderung 25 Willpower. 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ne, 6, 6 Willpower. Ungefähr da. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4... Ja, 5. Ich glaube, die ist da schon relativ gut. Da waren 6 und ich glaube, beim Slot davor waren auch 6. Das Einzige, was wir jetzt noch hier schauen müssen, also die ist da schon relativ gut aufgehoben, das hier gibt uns Bonus für Magic Notes. Hier können wir jetzt quasi hin und her switchen zwischen den beiden Slots, weil es bei beiden, glaube ich, 6 Willpower Notes gab. Das hier bufft Magic Notes. Wollen wir das hier lassen? Sind hier gute Magic Notes? Hier könnten wir uns quasi mehr All Resistance holen und hier neben mehr Schaden gegen Elite, was natürlich so ein extra Damage Multiplier ist. Nur additiv zu den restlichen Schaden gegen Elite, die wir gestackt haben. Aber ich glaube, wir haben nur hier Schaden gegen Elite gestackt. Bedeutet, das ist ein eigenständiger Multiplayer eigentlich. Das ist ganz nice, das zu buffen. Hier Damage while Fortified. Aber wir haben generell sehr viel Damage while Fortified. Bedeutet, das ist auch nur ein additiver Multiplayer, den wir buffen würden. Ist nicht so geil. Oder was haben wir hier oben für Notes, die wir buffen können? Overpower Damage. Wir stacken schon ziemlich viel Overpower Damage. Bedeutet, es ist auch nur additiver Bonus. Das heißt, wir stacken eher, lassen eher das multiplizieren, was einen besonderen Bonus hat. Bedeutet, die ist auf jeden Fall hier gut aufgehoben. Beziehungsweise die ist hier gut aufgehoben. Schauen wir nämlich mal, ob die überhaupt hier gut ist. Das ist die, die uns fortified für Blood Orbs. Und die braucht Intelligenz. Von den blauen Notes her werde ich hier gut aufgehoben. Aber kommen wir hier überhaupt auf die 40 Intelligenz, auf den Anspruch für diese Note? Ich habe die jetzt mal als zweitwichtigste einfach kurz so eingerankt. 40 Intelligenz, jeder Punkt gibt 5 dazu. Bedeutet, wir brauchen 8 Punkte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alter, wir haben super viel Intelligenz auf jeden Fall. Das heißt, die ist da super aufgehoben von den blauen Notes her und von den Anforderungen her. Die ist da auch super aufgehoben. Wir haben nur noch zwei. Die braucht Dexterity, das ist die mit Crit Damage. Und hier unten, die braucht Willpower, das ist die, die uns mehr Damage bei Fortified gibt. Ist hier unten gut, das ist die wichtigere. Schauen wir hier unten nach der Willpower. Haben wir, glaube ich, schon eben geguckt gehabt für die andere Note. 1, 2, 3, ich habe es noch nicht gemerkt, 4, 5, 6 Willpower. Hier ist übrigens auch 6 Willpower. Ich hab mich eben verzählt. 3, 4, 5, 6, 7 ist sie sogar. Hier ist sogar noch mehr Willpower. Ich glaube, wir müssen die sogar tauschen, am besten mit der hier. Ja, ich glaube, da habe ich mich eben ein kleines bisschen verzählt. Das kann auch passieren. Wenn man natürlich da mehr im Detail durchgeht, kann man das sich ein bisschen besser noch notieren. Wie viel war hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, unten ist sogar mehr. Oder wir werden die wahrscheinlich tauschen. Okay, das heißt, was haben wir oben? Hier oben, hier haben wir Dominate. Dominate machen wir hier einmal Unequip. Und was haben wir hier? Undaunted. Machen wir hier Dominate rein. Dominate. Und hier machen wir Undaunted rein. Sorry, ist natürlich alles so ein bisschen Work in Progress, Entstehungsprozess hier, dass ihr das mal alles seht, wie ich sowas komplett quasi durchskille. Ja. Und die letzte Note, warum hat sie jetzt da oben die Essence rausgenommen? Hier war ja quasi Essence drin. Das ist diese Crit Damage Note. Zack. Und die braucht Dexterity. Ist hier genug Dexterity eigentlich? Ja, sieht eigentlich gut aus. 1, 2, 3. Ja, hier 4, 5. Ja, hier sind mehr als genug Dexterity Notes eigentlich drin. So, und wie machen wir das dann jetzt? Wir gehen zu unserer wichtigsten Note. Und zwar, das war die, war das die Overpower Damage Note? Ja, das war die Overpower Damage Note. Die habe ich als wichtigstes eingestuft. Wir schauen, dass wir da natürlich das Maximum am besten rausholen. Wir wollen hier Willpower und bekommen mehr Overpower Damage pro Willpower. Bedeutet, ich will hier eigentlich alle Willpower-Dinger vollskillen in dem Bereich. Bedeutet, da nehme ich Willpower mit, da nehme ich Willpower mit. Hier unten gehe ich einmal runter zu Willpower über die Intelligenz, weil mir das Schaden bringt. Hier auch zu Willpower über Intelligenz. Hier nochmal zu Willpower. Und das war's. Das ist alles an Willpower hier. Haben wir alles geskillt. Alle Willpower Notes. So, danach gehen wir zur nächsten. Zur nächsten als zweitwichtigstes hatte ich quasi ja das ein bisschen mit dem Fortify hier eingeordnet gehabt und mehr Bonus für Magic Notes. Ja, weil hier ist es wichtig dann, dass wir natürlich die Magic Notes auch skillen. Also erstmal hier den Bonus für niedrigen Schaden. Wenn wir hier Dexterity haben, dann nochmal Bonus dazu bekommen. Auch wunderbar, nehmen wir auf jeden Fall mit. Dexterity gibt übrigens Crit Chance, soweit ich weiß. Dann nehmen wir auch die All Resistance mit. Willpower, Nehmen wir doch alle Magic Notes mit auf jeden Fall, wenn wir schon einen Bonus auf Magic Notes bekommen. Und dann können wir auch direkt hier die gelbe Note noch mitnehmen für nochmal mehr All Resistance. So, und ansonsten skaliert das nämlich nicht mit irgendeinem Mainstat, sondern mit Intelligenz. Wir wollen diese 40 Intelligenz für den Mindest, für die Mindestanforderung natürlich haben. Bedeutet, wie viel Intelligenz haben wir jetzt gerade hier denn geskillt? Gar nichts. Bedeutet, wir nehmen hier mal dreimal Intelligenz, sind insgesamt schon mal 15 Intelligenz, 20 Intelligenz, 25 Intelligenz, 30 Intelligenz, 35 Intelligenz, 40 Intelligenz. Damit haben wir die Anforderung. Das Ganze skaliert nicht weiter mit Intelligenz. Das heißt, noch mehr Intelligenz müssen wir nicht skillen. Bedeutet, wir sind durch. Wir haben alle Magic Notes, die alle multipliziert werden. Und wir haben die Grundanforderung hier abgedeckt. Wunderbar. Gehen wir zur nächsten. Die gibt uns hier mehr Damage by Fortified für allen Willpower-Punkte drin. Ne? Wir wollen alles an Willpower hier mitnehmen. So, was haben wir bis jetzt hier an Willpower? Wir brauchen 25 Willpower generell. Wir haben hier einmal Willpower, dann zweimal Willpower, dreimal Willpower, das heißt, wir sind bei 15 Willpower, 20 und 25. Damit haben wir schon mal den Grundbonus auf dem Will erfüllt, diese 25 Willpower. Dann gehen wir doch direkt eigentlich nach hier oben. Warum gehe ich eigentlich da so lang? Hier kann ich über Intelligenz gehen, das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Und nehmen uns einfach noch hier die gelbe Note mit. Hier ist nochmal mehr Willpower, nochmal mehr Willpower, wodurch wir nochmal mehr Schaden mehr in Fortified bekommen. Nehmen wir auch das Healing Received direkt hier mit, weil das direkt da drumherum ist. In dem können wir auch dann noch die Decks mitnehmen, weil das mehr Decks als gewohnt ist, weil wir eh genug Punkte üblich haben. Ja, also Magic Notes quasi, dadurch, dass sie mehr bringen wie normale Notes, kann man auch immer noch mitnehmen, wenn man jetzt quasi hier die Punkte für üblich hat. Weil wir haben noch 18 Punkte übrig und haben jetzt quasi noch hier oben die Glyphe, wo wir die Anforderungen erfüllen wollen. Und zwar hier oben die Geschicklichkeit. 25 Geschicklichkeit brauchen wir hier. Was haben wir hier? 1, 2, 3 Notes bis jetzt, also ca. 15, ein bisschen mehr wegen den 7er Notes. Ich weiß übrigens nicht, ob die 7er Notes 7,5 sind. Ob die das nur nicht richtig hinschreiben, dass wenn man zwei 7er Notes skillt, man 10 hat, dann würde das alles so ein bisschen besser ausgeben mit den Bonis, die man quasi bekommt. Oder ob das wirklich 7 nur sind. Mit 7,5 würde es alles mehr Sinn machen, aber ich rechne die immer für jetzt die Anforderungen als 5er Notes rein, weil dann hast du quasi hier, wenn du 2 skillst, hast du 14. Dann hast du wie nur bei 2 5er Notes quasi. So ein bisschen rechne ich das quasi, damit ihr das versteht. Wenn du 5 davon jetzt hättest in einem Ding, dann hättest du 35 quasi, dann hättest du ein bisschen mehr dadurch.
Ja, aber dadurch, dass du meistens nur zwei hast, rechne ich die wie normale 5er Notes. Ich hoffe, das konnte man gerade verstehen. War ein bisschen kompliziert. So, wir schauen einfach, dass wir alle Dex Notes hier denn mitnehmen. Das dürfte für die Mindestanforderung reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Damit haben wir sind wir schon mal bei 25 Dexterity. Haben wir noch mehr Dexterity hier drin überhaupt? Haben wir nicht. Leute, den Mainstat hier oben können wir nicht weiter steigern. Was wir aber noch machen können, weil wir genug Notes haben, wir nehmen hier unten einfach das Blood Orb Healing und die Intelligenz mit, weil Intelligenz ist direkt Schaden. So, und hier nehmen wir auch einmal Dexterity. Habe ich ganz vergessen. So. Alles an Dexterity und auch alles an Magic und Rare Notes noch mitgenommen. Wunderbar. Und was wir jetzt noch übrig haben, sind 10 Punkte. 10 Punkte, wir haben alle Glyphenanforderungen erfüllt, wir haben alle Rare Notes, die wir haben wollen, wir haben alle Magic Notes, die wir haben wollen, wir haben alle Legendary Notes, die wir haben wollen. Jetzt könnten wir theoretisch mit diesen 10 Punkten so ein bisschen auf die Anforderungen von unseren wichtigen Rare Notes schauen. So. Zum Beispiel hier unten, Willpower haben wir wunderbar erfüllt. Bob hier, Willpower haben wir erfüllt. Was haben wir hier? Dexterity haben wir erfüllt. Dexterity haben wir erfüllt. Willpower haben wir erfüllt. Das ist ja nicht mal eine wichtige, die haben wir nur zusätzlich noch geskillt, weil wir eh die Punkte frei hatten dafür. Was haben wir hier? Willpower haben wir nicht erfüllt. Vielleicht ein bisschen mehr Willpower skillen. Hier auch Willpower nicht erfüllt. Hier auch Willpower nicht erfüllt und Intelligenz nicht erfüllt. Intelligenz, voraussichtlich, rollen wir auf unserem Gear. Das heißt, das können wir ein bisschen vernachlässigen. 70 Intelligenz werden wir mindestens auf unserem Gear haben. Was haben wir hier? Dexterity fehlt uns ein bisschen was. Dexterity gibt Crit-Chance übrigens auch. Könnte man ein bisschen auf dem Gear drauf rollen. Können wir auch vielleicht versuchen, ein bisschen zu skillen. Was haben wir hier? Willpower nicht erfüllt. Was haben wir hier? Intelligenz nicht erfüllt. Ja, 200 Intelligenz. Könnte auch sein, dass wir das noch auf dem Gear haben. Was haben wir hier? Auch Intelligenz nicht erfüllt und Willpower nicht erfüllt. Willpower nicht erfüllt und Dexterity nicht erfüllt. Was wir jetzt sehen konnten, bei den meisten Sachen haben wir Willpower nicht erfüllt. Bedeutet, wir würden potenziell ein bisschen mehr Willpower skillen. Dexterity vielleicht so ein bisschen nebenbei. Aber die meisten Sachen fehlt eigentlich Willpower. Und ich glaube, das, was wo am meisten Willpower fehlt, war ja, 440 ist das höchste an Anforderungen. Das heißt, uns fehlt insgesamt hier 160 Willpower circa. Mit 10 Punkten werden wir keine 160 Willpower skillen. Wir skillen wahrscheinlich meistens nur 5 pro Punkt. Dann wir können auch 50 Willpower wahrscheinlich skillen. Und sind dann so ein bisschen in der Nähe. Das heißt, wir müssen bei unserem Gear dann ein bisschen darauf achten, für ein paar Notes ein bisschen Dex noch zu stacken. Ein bisschen Intelligenz, was wir eh stacken wollen, für unseren Schaden. Bedeutet, ich könnte mir jetzt irgendwas raussuchen, wo ich einfach irgendwo ein bisschen Willpower und ein bisschen Dex am besten skille. Zum Beispiel hier sehe ich ziemlich viel Dexterity eigentlich in dem Ding, aber hier sehe ich auch Willpower, Willpower, Willpower. Hier nochmal Willpower. Wo sehe ich noch mehr Willpower? Hier unten habe ich alles an Willpower mitgenommen. Hier könnte ich versuchen, jetzt auch noch hier die Magic Notes mitzunehmen quasi. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil die eh auf den Weg liegen. Vor allem, das gibt uns Intelligenz, die wir auch noch gebraucht haben. Hier kriegen wir ein bisschen Armor und hier kriegen wir ein bisschen Dexterity auch. Ja, wunderbar. Und damit bin ich auch fertig mit Punkten. Wir könnten hier so machen. Übrigens, das wäre ein bisschen schlauer. So, damit habe ich alle Punkte verteilt und ich bin natürlich jetzt trotzdem nicht hier bei allen Anforderungen voll, sondern hier habe ich so ein bisschen mehr Willpower. Mir fehlt immer noch Intelligenz und mir fehlt auch immer noch hier ein bisschen Dexterity. Das wären dann quasi Sachen, wo ich hier bei meinem Gear drauf achten muss. Dann würde ich mir anschauen, hier oben, ergibt das überhaupt Sinn? Ja, hier ein bisschen mehr additiv, nochmal mehr Schaden quasi, nachdem ich eine Blood Orb aufgehoben habe. Vielleicht ein bisschen Dexterity stacken, also quasi überall, wo ich hier Intelligenz markiert habe, bop, kann ich auch Dexterity haben. Oder All Stats. Ich weiß aber wirklich vom Verhältnis her nicht, wie viel Mainstat auf welchem Slot rollen kann dann im Endgame bei High-Level-Items. Aber ich denke mal, das bisschen hier, die 100 oder 120, 150 oder sowas, kann man da noch relativ gut rausholen. Ansonsten wäre es auch nicht so schlimm. Hier zum Beispiel ist das nur, Willpower ist nur ein bisschen Blood Orb Healing. Das ist nicht so wichtig. Hier bei dem Board war es ein bisschen mehr. Also da fehlt uns aber auch nur 46 für ein bisschen mehr Damage while Fortified. Und so 46 oder so werden wir eh easy rausgeholt bekommen. Das heißt, das bedenken wir dann quasi auch bei der Auswahl unserer Items und bei der Rolls, die wir auf den Items haben wollen, dass wir darüber ein paar Notes noch vervollständigen. Ja, aber so haben wir alles gut verteilt. So bin ich einmal quasi alles durchgegangen, wie man so ein Paragon wie verteilt. Übrigens, man kann sich auch die Stats anschauen, die man jetzt hat hier auf der Website. Das kam auch neu dazu. Nämlich, es kommt noch hier so Notes. Und ich glaube, damit sind wir so ein Endgame-Bild mal relativ gut durchgegangen und haben quasi meinen Blood Surge Necro auch die alte Version ein bisschen überarbeitet, dass es jetzt eine neue, schönere Version ist. Ja, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, ich hoffe, ich konnte es alles halbwegs verständlich erklären, wie ich grob so ein Paragon-Board immer durchgehe von der Reihenfolge, was für Notizen ich mir quasi so ein bisschen mache, wo ich quasi was einfach reinsocke, mir versuche zu merken. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut das gerne in die Videokommentare oder kommt live im Stream vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.